Hallo, herzlich willkommen zum 62. German Schlock. 62. Das heißt, wir haben, nee, noch nicht ganz, aber nächste Woche würden wir dann wahrscheinlich die Halbzeit zum 75. German Schlock erreicht haben. Das wäre auch schon ein Jubiläum. Jedenfalls ein Jubiläum, wenn man es aus US-Comic-Sicht betrachtet, wo alle 25 Nummern oder mittlerweile schon alle 12 Nummern eine Jubiläumsausgabe rausgebracht wird. Aber okay, das nur am Rande. Aber ja, schauen wir mal, gucken, wann die Nummer 75 erreicht wird und was dann dabei, was ich mir dann da einfallen lassen werde. Das Wetter. Es ist feucht. Es regnet. Wunderbar, sag ich dir nur. Ich habe heute Morgen bei mir, pardon, Stimme. Ich habe heute Morgen bei mir dann, also bei mir ist es immer so, ich schlafe mit Fenster auf Kippe. Und wenn ich dann aufwache und dann die üblichen Morgenaktivitäten erledigt habe, mache ich dann mein Fenster sperrangeweit auf, damit halt die Luft ausgetauscht werden kann. Und was ich dann da sehe, ist Stimme, hallo, willst du mich jetzt verlassen? Bloß nicht. Was ich dann halt sehe, ist Feuchtigkeit. Es hat geregnet. Und die Natur kann Regen gebrauchen, aber sowas von. Ich meine, wenn man die Nachrichten der letzten Tage und Wochen verfolgt, Niedrigstpegelstände in diversen Flüssen, die Wirtschaft meckert auch schon da herum, dass es viel zu wenig geregnet hat und Regen tut gut. Morgen oder übermorgen soll es dann erst wieder ein bisschen stürmen. Der erste Herbststurm soll dann kommen. Ist auch nicht verkehrt. Aber auf jeden Fall, es freut mich, dass jetzt regnet. Es freut mich, dass jetzt wirklich Herbst wird. Allerdings muss ich, fällt mir gerade ein, noch bei mir die Heizungskörper ein bisschen wintertauglich machen, sprich die säubern, damit ich dann nicht gleichzeitig noch den Staub mit erwärme. Das wäre unschön. Aber okay, das mache ich dann irgendwann jetzt die nächsten Tage, weil noch ist es relativ warm. Kommen wir zum nächsten Punkt. Beef, was ist mit Beef gemeint? Zunächst einmal möchte ich darauf verweisen, dass Sakurion, wie man hier sieht, da ist jetzt gerade kurz die, ja, ich werde jetzt die Facecam nicht ausmachen, ich will sie einfach mal. Sakurion hat auf seinem Twitch-Kanal, auf seinem YouTube-Kanal ein Video hochgeladen, was aus seiner Sicht alles geschehen ist. Wen es interessiert, der soll sich einfach mal das Video reinziehen. Ich kann es nur empfehlen, denke ich mal. Einfach damit man halt auch noch eine andere Perspektive sieht. Wie der Titel des Videos schon sagt, es handelt sich um die Perspektive von Sakurion und die ist naturgemäß anders als die meine. Um eine Sache klarzustellen. Weil ich ein Trottel bin, das nicht letztes Mal erwähnt habe, und weil mir inzwischen viele Gerüchte zu Ohren gekommen sind. Nein, es herrscht kein Beef zwischen mir, Sakurion und Aminosho. Es herrscht kein Kleinkrieg zwischen Germans und der Bugcrew. Wir sind erwachsen. Wir sind erwachsen. Auch wenn ich beziehe mich da selber mit ein, einige Leute manchmal nicht gerade erwachsen reagieren. Ja, sorry Tiger, ich weiß, dass du dir schon den Mund deswegen fusselig geredet hast. Es gab während des ZFMs ein kurzes Gespräch. Dinge sind angesprochen worden. Und damit ist das Thema, was jetzt vor dem ZFM mit Sekunden und Minuten geschehen ist, für mich erledigt. Ich habe einen Schlussstrich gezogen, schwamm drüber. Und gemeinsam in die Zukunft schauen. Weil trotz allem, ich schätze Sakurion und Aminasho wert. Einfach weil ich weiß, dass die beiden auch sehr viel Herzblut in ihre jeweiligen Projekte reinstecken. Dass es jetzt so gekommen ist, wie es jetzt gekommen ist, ja. Ist so.
Ich habe da jetzt schon lang und breit darüber diskutiert und wie gesagt, es herrscht kein Beef, kein Kleinkrieg zwischen German, Spacke Crew, zwischen mir, Aminasche und Sakurion. Dinge sind aus dem Weg geräumt worden und damit ist das Thema für mich erledigt. Und ich würde einfach begrüßen, wenn auch andere Leute das jetzt als abgehakt sehen. Wir haben daraus gelernt, wir alle, und zum nächsten Mal wird es dann einfach besser werden. Und wie gesagt, falls euch interessiert, was aus Sakurins Perspektive alles vorgefallen ist, schaut euch das Video an oder lest euch auch noch die Kommentare darunter durch. Ist interessant. Also ist interessant. Kann ich nur empfehlen. Gut. Dann. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte jetzt die Zähne wechseln. Ich bin auch wieder ein Trottel. Man sollte nicht unbedingt sehen, was ich so teilweise gucke tagsüber ab. Okay. ZFM 2018 Nachbetrachtung Teil 2, das Event an sich. Da muss ich allerdings. Nee, ich will. Ich will jetzt nicht direkt mit dem Event-Start anfangen, sondern muss ein bisschen vorgreifen, weil da ist noch ein bisschen, was ich nachliefern muss, was ich beim letzten Mal, Idiot, der ich bin, vergessen habe. Ja. Stand der Dinge war, die Woche vor dem ZFM, dass wir mit Mühe und Not das ZFM gerettet haben. Dass allerdings noch einige Aspekte nachgeliefert werden mussten. Es Stand der Dinge war dann am Freitag halt, okay, wir haben potenziell 5 Röhrenfernseher, 3 via eBay-Kleinanzeigen, ein via Dokumi und einen bringt dann halt Okito mit. Dann hatte Okito nochmal gebeten, dass wir einige Sachen besorgen. Bestimmte Kabel oder bestimmte Geräte. Das wurde dann auch angegangen. Wir hatten jemanden, der uns Gaming-Laptops sponserte oder zur Verfügung stand, halt Tuxedo-Computers. Dann an dieser Stelle nochmal Shoutouts an die. Danke dafür. Und ja, Karten. Das stand auch noch zur Debatte. Da hatte Dark Retrum sich bereit erklärt, halt von seiner Firma aus, dass er das da druckt und dass er das da mir zuschickt. So. Die Woche verging. Ich hatte am 5. Oktober, ja, meinen Geburtstag. Und hab die ganze Zeit praktisch wie auf glühenden Kohlen gesessen, weil ich darauf gewartet habe, dass die Karten ankamen und dass die Kabel ankamen, die ich halt bestellt habe. Kam aber nichts. Am Samstag, also am 6. Oktober, wollte ich dann abfahren. Ich hab der Abfahrt dann noch ein bisschen hinausgezögert, weil ich halt die Post abwarten wollte. Aber ja, kam auch nichts. Keine Tickets, keine Kabel. Bezüglich der Kabel habe ich dann noch ein paar Leute innerhalb von German wild gemacht oder fuchsig gemacht. Die haben dann diese Kabel Gott sei Dank besorgen können. Danke an Bloodtive, der das jetzt gemacht hat, und an Yuki und Ella, die ja auch sich die Finger wund gesucht haben, wo man halt diese Kabel noch besorgen kann. Oh, das war. Ich meine, okay, ich habe die Kabel am 3. Oktober bestellt. Feiertag. Allerdings hat die Webseite der Kabelanbieter damit beworben, oder damit geworben, wir liefern von Tag zu Tag. Also halt 24 Stunden Lieferung. Die Kabel, die ich bestellt habe, das waren so bestimmte, ich glaube, optische Kabel oder wie auch immer. Ich weiß jetzt nicht mehr den Fachbegriff und bin gerade zu faul, da jetzt nochmal nachzugucken. Die Kabel wurden als vorrätig geliefert
Und zwar so vorrätig, dass halt wirklich diese 24-Stunden-Lieferung hätte geschehen können. Ist allerdings nicht geschehen. Es war. Wie verhext. Es war wirklich verhext, dass da diese Sachen bis Samstag nicht ankamen. Mein Gott, die Stimme will mich jetzt doch hoffentlich nicht verlassen. Spoiler! Die Karten kamen dann irgendwann in der Woche, in der ich in Köln war, an. Und die Kabel, die ich halt am 3. Oktober bestellt hatte, wo halt mitbeworben wurde, weil das war ja ein Online-Händler, ja, von Tag zu Tag Lieferung. Also Tag zu Tag, 24-Stunden-Delivery oder wie auch immer. Die Kabel kamen dann letzten Endes am Freitag, den, lass mich kurz mal nachgucken, weil ich gerade blöd bin, den 12. Oktober an. 9 Tage, nachdem ich sie bestellt habe. Das war super. Das war wirklich spitzenklasse. Klasse. Und der Spaß ging noch weiter. Ich bin also nach Köln gefahren, habe meine Pension aufgesucht, mein Gepäck da gelassen, bin dann mit dem ganzen Krempel, den ich halt für das ZFM mit eingepackt habe, LAN-Kabel, Tastatur, Maus, Capture Card und so, zu der Location getigert. Und ja, als ich da ankam, standen vor der Location Captain EXO, VW Geta, Blood Moon und Chuck Chuck. Und dann habe ich noch ein paar weitere Neuigkeiten erfahren. Erstmal von den Röhrenfernsehern. Zwei haben wir gekriegt. Bei dem dritten hieß es dann, nö, ist nicht da. Super. Und ja, dann Überraschung. Die zwei Röhrenfernseher, die wir halt abgeholt haben. Nicht wie die Verkäufer es angegeben haben, dass sie 60 Hertz hatten. Nein, sie hatten 50 Hertz. Wobei EXO meinte, das kann bei einem Fernseher nicht sein. Den hat auch ein Kind von mir. Und dieser Fernseher kann 60 Hertz, müssen wir demnächst mal ausprobieren. Und zur Dokumi, um halt dort die Sachen abzuholen, ist auch keiner gefahren. Das ist irgendwie im Sande verlaufen oder Fehlkommunikation. Ist auch nicht gerade, ja. Bei dem Chaos, das wir da hatten, wundert mich das nicht mehr. Jo, das war heiter. Das war nett. Und die nächste Nachricht war, die Laptops waren auch nicht da. Das heißt also, dass zu Eventbeginn wir über keine NTSC-fähigen Fernseher hatten, bis auf den von Okitu. Wir hatten auch mit den Laptops, nehmen wir es auch übel aus, zum Glück hat Private seinen PC mitgebracht, VW Geta hat dann später auch noch sein PC mitgebracht und Shuzo hat auch noch sein PC mitgebracht. Privates PC hatten wir dann für den Stream benutzt. Und ja. Später stellte sich dann auch heraus, dass die Laptops nicht, wie ursprünglich gesagt wurde, irgendwie Anfang der Woche abgeschickt wurden, sondern erst am Freitag. Das heißt, dann wurde halt gesagt, ja, sie würden jetzt am Montag ankommen. War zwar auch ein bisschen spät, aber okay. Der Montag kam und dann Großalarm. Die Laptops. Ich will das ein bisschen formulieren oder erzählen. Die Laptops. Also, es hieß dann auf einmal, ja, die Laptops wären angeblich bei VW Geta persönlich abgeliefert worden. Was allerdings nicht stimmte, weil
Weil Vegeta zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause war und auch von seiner Familie nicht mehr zu Hause war. Später hatte dann auch noch Jean von Tuxedo Computers uns einen Scan der Unterschrift gegeben, also von der Person, die angeblich die den Empfang der Laptops bestätigt hatte. Und Spoiler, es war nicht die Unterschrift von Vegeta. Ich muss wohl nicht betonen, wie groß in Panik wir dann. Naja, nicht gerade in Panik, aber es hat uns doch leicht in Alarmbereitschaft versetzt. Weil wir befürchtet hatten, okay, die Laptops wurden jetzt gestohlen. Also wurden Hebel in Bewegung gesetzt. Es wurden von Empfänger und Sender Suchaufträge in die Wege geleitet. Und oh Wunder aller Wunder, am Dienstag wurden die Laptops dann von DHL bei Vegeta abgegeben. Und wir vermuten einfach, es werden da bis gewisse Löcher gefunden. Da wurde wohl schon ein bisschen reingeschlinst, aber es wurde nichts gestohlen. Wir konnten die Laptops nutzen. Und Gott sei Dank. Beweisfotos wurden gemacht. Das hat Chuck in die Wege gemacht. Und das alles wurde dann an Tuxedo weitergeleitet und ja. Inzwischen haben wir auch die Bestätigung gekriegt, dass die Laptops wieder heil und im Ganzen zurück bei Tuxedo Computers sind. Also diesbezüglich eine Sorge weniger. Das Event an sich. Was soll ich da am besten sagen? Zunächst einmal, ich werde jetzt kein Fazit ziehen. Das werde ich nächste Woche machen. Da werde ich dann auch auf das Feedback eingehen, das wir bislang erhalten haben. Ich werde jetzt einfach nur ein bisschen beschreiben, was ich so erlebt habe und wie es mir halt so im Groben und Ganzen gefallen hat. Also ich war die meiste Zeit überwiegend halt im Streamraum. Man hat mich halt immer überwiegend im Eingang gefunden. Halt schön, ist mir ein bisschen zurechtgemacht. Tisch war irgendwann in Unordnung, aber okay, ich liebe das Chaos. Ich wusste immerhin, wo ich was finden konnte. Das ist die Hauptsache. Und hab halt Kasse geführt, Eintrittskarten verkauft und auch ein bisschen für den Deckstein Tennis Club dann die Reklame gemacht. Bin ab und zu Hosting-Stationen gewechselt, hab da auch ein bisschen was gemacht. Und hab halt den Kontakt zu den Leuten gehalten, die online aktiv waren. Also Zorgo vor allen Dingen. Zorgo war ja derjenige, der halt das Sagen hatte für die Leute, die halt nicht vor Ort waren. Hatte immer mein Tablet mit dabei, ein bisschen nachgeguckt. Zu Beginn habe ich ja auch immer wieder auch mit in den Chat geguckt, aber ich habe es irgendwann aufgegeben, weil ich weiß nicht, wie Leute mit dem Tablet schreiben können. Also ich kann es bestimmt nicht, weil diese Autokorrektur ist für den Anus. Wirklich, diese Autokorrektur, ich glaube, ich habe vergessen zu splitten. Ja, egal. Diese Autokorrektur ist für den Popo. Ich bin normalerweise jemand, der sehr viel darauf achtet, was er schreibt und wie er sich äußert hat. Das war in dem Fall natürlich nicht gegeben. In dem Fall, halt mit dem Tablet. Zum einen war ich arschlangsam, weil ich halt auch immer wieder gucken musste, okay, er macht jetzt diese Autokorrektur, ich muss jetzt wieder das so machen und wir machen. Irgendwann habe ich einfach gesagt, okay, scheiß drauf, nutze die Tablet-Tastatur nur für Kommunikation innerhalb von Discord. Das hat auch geglückt. Der Stream an sich war super. Also was wirklich auch geholfen hat, war,
dass wir ein gutes Wetter hatten und dass, ja, dass wir das Wetter auch nutzen konnten und dass er sehr viel auf der Terrasse, dass er immer wieder Leute auf der Terrasse saßen. Gab natürlich ein paar Sachen, die nicht so gut gelaufen sind. Also die Ripsaws haben sich für den Zweck, den halt Kito dafür vorgesehen hatte, als unzulänglich erwiesen. Aber das haben wir auch hingekriegt. Die Setup-Phasen waren manchmal vielleicht ein bisschen länger. Aber das sind alles Sachen, da arbeiten wir dann beim nächsten Mal dran. Der Stream an sich war super. Die Leute, die Runner waren super entspannt, waren alle gut drauf. Auch die Zuschauer. Möb, wie zum Geier, du warst die ganze Zeit vor Ort. Wie hast du es geschafft, denn auch gleichzeitig bei uns im Twitch-Chat ak der aktivste Chatter zu sein? Das ist. Also das ist echt was, wo ich echt bass erstaunt war, als ich wieder zu Hause war, gesehen habe. Aktivster Chat-Teilnehmer Omöpo. Omöpo war die ganze Zeit da. Aber es war einfach super. Und es gab immer wieder Sachen, die mich halt auch erfreut haben. Wie zum Beispiel das ehemalige German-Schmied, die da dann vorbeigekommen sind. Ich erinnere mich noch gut daran, wie Private, ich glaube, das war am Donnerstag oder so, zu mir meinte: Ziff, ich habe da eine Überraschung für dich. Ich nur so: Okay, was zum Geier läuft da jetzt schief? Was hast du da für mich versteckt? Und dann kurz darauf: Hi Ziff, Weser tauchte auf. Das war für mich ein Highlight, dass halt wirklich Weser auftauchte, dass Teiltai zu Anfang und zu Ende nochmal aufkreuzte, dass Hecki auch vorbeischaute, Rasere und Mezzomixbottle. Alles ehemalige German-Mitglieder, die auf die eine oder andere Weise German verlassen haben oder halt verlassen oder von German halt verwiesen wurden, aus dem einen oder anderen Grund. Und man hat sich einfach mit diesen Leuten prima unterhalten. Es war einfach so, es herrschte. Es herrschte kein Zorn. Ja, so kann man es am besten formulieren. Es herrschte kein Zorn. Und gleichzeitig hat Weser, wie halt nun mal so ist, mir wieder ein Floh in den Ohr gesetzt. Da werde ich dann am Donnerstag das ansprechen. Muss immer sehen, ob wir das dann so auch umsetzen können. Aber das war wirklich schön. Aber auch die Zuschauer, halt Möb oder andere Leute. Es war echt, also. Es war echt ein chilliger Stream und die Zuschauer bei uns im Streamraum waren echt gut drauf. Muss ich echt sagen. Wie es jetzt insgesamt aussieht, das werde ich dann am Donnerstag erfahren, beziehungsweise dann auch nochmal bereden. Schauen wir mal, guck. Ja. Also der Stream, wie gesagt, war wunderbar. Gab ein paar Dinge, die nicht so gut gelaufen sind. Halt Setup-Phasen oder Equipment und so, aber das können wir mit dem Wissen, was wir jetzt erlangt haben durch das ZFM, können wir es halt jetzt besser machen. Okay, so viel zum ZFM an sich. Wie gesagt, nächste Woche dann das Fazit und die Feedbacks. Und dann schauen wir mal, guck. So, und dann möchte ich darauf aufmerksam machen, dass wir noch ein Horror-Event haben. Wenn ich jetzt mal kurz meine Maus finden würde. Da ist die Maus. An dieser Stelle danke an Private, Yuki und Mori, die das Horror-Event erstellt haben und zusammengestellt haben. Und am
31. geht es los und es geht halt bis zum 1. November, 9 Uhr, so um den Dreh. Es verspricht ein interessantes Event zu werden. Jetzt nicht nur wegen Pineview Dry oder Casual Horror VR. Casual VR Horror. Oder den Speedruns von Knights oder Rico Empire. An sich wird das Ding ein schönes Event werden. Und natürlich für die Leute, die darauf gedacht haben, ja, ich werde endlich PT spielen. Ich bin da mal gespannt drauf. Ob ich mich gruseln werde oder ob das irgendwelche anderen Reaktionen bei mir hervorrufen wird. Ich hätte eigentlich darauf hindrängen sollen, irgendwie ein gruseliges Spiel zu spielen, was mich zum Ragen anregt. Halt Rage Percent, aber passt schon. Auf jeden Fall freut euch auf den 31. Oktober, freut euch auf das Horror-Event. Das würde mich freuen, wenn ich euch dann im Chat sehen würde. Jo, so viel zu dem heutigen Vlog. Nächste Woche, um es nochmal zu betonen, wird es dann darum gehen, halt Fazit ZFM und Feedback drauf eingehen. Könnt euch drauf freuen. Es würde mich freuen, wenn ihr außerdem nochmal unter dem Video einen Kommentar hinterlässt, wie euch der Vlog gefallen hat, was euch noch aufgefallen ist in Sachen ZFM, was ihr meint, dass wir das wissen müssten und so weiter und so fort. Und wie gesagt, es gibt zwischen der Backe German und zwischen mir und Sakurin und Amina Show kein Beef und keinen kleinen Krieg. Ich muss es einfach nur noch mal zigmal betonen. Letzten Endes, wir sollten uns unserem Alter entsprechend verhalten. Und ich meine, ich bin alt. Wird auch langsam Zeit, dass ich dementsprechend mal ein bisschen weiser agiere. Wobei, ich glaube, zur Weisheit fehlen mir auch noch ein paar graue Haare. Aber andererseits, wenn es so weitergeht, werde ich keine grauen Haare haben. Ich werde gar keine Haare haben. Okay, ich halte die Klappe. Ich wünsche euch alles Gute, habt eine schöne Woche. Und ja, in dem Sinne, Toodles, Totsiens, danke fürs Zuschauen und bis dann. Gehabt euch wohl und bis dann. Ciao.